Ey, Luigi. Ganz ehrlich, warum muss ich ja mit solchen... Warum können die Flachzangen nicht gleich direkt runterfallen? Soll ich pfeifen? Ja, dann gehen sie mir wenigstens nicht auf die Nerven. Super. Aber egal. Hallo, immerhin Glücksfeld, ne? Ja, das passt. Komm, Generalschlüssel hatte ich noch gar nicht. Okay, 10 Münzen geht doch. Willst du einen haben? Du kannst gerne einen haben von mir. Das habe ich jetzt extra wegen dir gesagt. Fuck off, ich heute im Angebot. Black Friday als Sale oder sowas. It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? It's Black. Boah, ich habe jetzt mega Bock zu hören, Alter. Könntest du nicht sogar einen Stern klauen mit 30 oder kostet er 40? Kostet der nicht 50? Nee, ich glaube, der kostet sogar 30. Ich glaube, du kannst damit jetzt sogar einen klauen. Das werde ich dann gleich mal nachgucken müssen. Weil dann hätte sich der Sieg aber richtig gelohnt. Vor allem, wo ist denn jetzt der Stern? Das weiß ich eben nicht. Ach, der ist nicht bei mir, okay. Vor mir! Ja, danke! Dann bist du jetzt doch froh über die 1, oder? Ja. 2, 3 muss ich würfeln. Scheiße, Yoshi hat eine Pfeife, verdammt. Okay, der ist weg. Nee, der ist weg, den kriege ich nicht, weil den wird Yoshi jetzt die Pfeife einsetzen. Das weißt du nicht. Doch, hundertprozentig. Ich kenn den doch. Ich würde es genauso machen. Ich würde es genauso machen, ja genau. Das ist sicher, dann ist Yoshis. So. Dann wollen wir mal... Eine 1, komm, eine 1 für Versus Feld. Es war so klar. Da konnte was nicht stimmen, dass du 30 Münzen hast. Da konnte auch was nicht stimmen. Oh Gott, sogar noch gecallt. Jetzt weißt du, was das Spiel vorhat. Ja, ich merke es. Bitte nicht so viel. Ach, oh. Es reicht damit, wenn du jetzt verlieren solltest, dass du nicht mehr genug Münzen hast. Allerdings kommt noch ein Minispiel, was ich dann vielleicht gewinnen könnte. Mal gucken. Am besten wäre für dich, glaube ich, ein Glücksminispiel. Ja gut, das könntest du, glaube ich, verlieren. Das verliere ich auf jeden Fall. Das ist nämlich, du weißt schon was. Ja. Mario Party 6, freut mich. Hab ich beim letzten Mal aber auch richtig geschielt. Vor allem mit Rosalina ist er noch hässlicher. Die springen doch alle gleich. Vor allem Rosalina ist eigentlich voll der Neuling in dem Spiel, weil zu dem Zeitpunkt, wo Mario Party 6 kam, gab's Rosalina noch gar nicht. Ah, ich hab verloren, aber sowas von. Ach, Koopa, sei mir doch nicht im Weg. Mein Controller. Ja, jetzt einfach Controller schieben. Doch, tatsächlich. Der hat die ganze Zeit nach links rübergezogen jetzt. Ich bin Letzter. Ja, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dass mein Controller nach links gezogen hätte, dann... Ich merke das jetzt erst gerade. Anscheinend mein Stick dreht da ein bisschen durch. Das nennt sich Joy-Con Drift und das existiert schon seit der Switch. Nee, andersrum. Der ist so richtig locker. Ja, sicher, setzt sein Ding ein, war auch klar. Schau, das war... Ich hatte Pech, dass er jetzt nicht die Hundepfeife schon kaufen konnte. Ja, passt. Habe ich auch nichts dagegen. Aber richtig, Alter. Wobei, kommst du überhaupt hin? Ja, weil in der nächsten Runde switcht ja die Richtung. Ah, ja. Wobei, nee, ist ja Yoshi jetzt dran, dammit. Vergiss es, er hat den Stern. Außer er hat jetzt den Einser-Move gemacht. Vergiss, die Moves müssen wir auch wieder zurückbringen, wir haben die komplett vernachlässigt. Ja, also die einzigen Moves, die wir noch eigentlich nutzen, ist ein Mario Maker, hier der 50er Move und sowas, aber... Der Promo-Move nicht zu vergessen und der Toonax-Move. Ich wollte gerade sagen, der Toonax-Move war der beste, der ich jemals Und war. Der Promo-Move, den ich geschoben habe, war die Existenz von dem überhaupt. Oh. Jetzt ist es auf deinem Weg. Da kannst du auch hingehen. Ja, schon eigentlich. Wenn du genug würfelst, dann ja. Hätte Yoshi jetzt nicht hochgehen können. Außer es dreht sich jetzt natürlich. Ah, okay. Warte mal, hat es jetzt alles geswitcht? Das weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt alle geswitcht hat. Nur das eine. Okay, das ist mit Walter Verwirrung gemeint. Das wird das eine geswitcht, dann ist alles durcheinander. Dann denkst du so, alle gehen jetzt in die Richtung und dann in Wirklichkeit ist es anders. Okay, das verliere ich. Das ist so scheiße, das Spiel. Distanz bestimmen.
Das ist so scheiße schwierig, das Spiel. Das kann ich überhaupt nicht. Ach, angeln oder was? Schnur einholen ist drehen oder was? Ah, so. Ich kann das Spiel überhaupt nicht. Das ist so, da musst du so. Das ist so komisch. Also, da würde es mich nicht überraschen, wenn ich einen Nuller habe. Du hast dafür 60 Sekunden Zeit, deswegen. Starte. Boah, ich habe bisher noch keine Münze von da. Ja, das wirst du. Du wirst, wenn du Glück hast, kriegst du eine Münze überhaupt. So weit wollte ich gar nicht werfen, aber egal. Ja, sicher hast du eine Scheißkiste erwischt. Ich hab die Kiste eindeutig gehabt. Eindeutig. Wer mir jetzt was anderes erzählen will, der kann nach Hause gehen. Ja! Immerhin Münzsack noch erwischt. Komm, schneller, Land, schneller ein! Also welche Flachzange auch immer die idiotische Idee gehabt hat, dieses Spiel einzubauen, du bist ein absoluter Idiot. Wie viel hast du jetzt bekommen? 6, glaube ich. Das ist das schlechteste Spiel in der kompletten Sammlung. Jetzt habe ich wieder genug für den Buhu. Ihr habt ja alle einen Stern. Wer das als Lieblingsspiel angibt, der ist echt komplett irre im Kopf. Alter. Willkommen bei Mario Party Superstars. Let's go! So, gib jetzt ein geiles Item, komm, Goldröhre. Da ist bestimmt keine Goldröhre drin. Lol? Lol, eine Raubtruhe. Why not? Hätte ich gesagt. Also wenn du einen Schlüssel brauchst, ne? Nee, aber Hundepfeife geht nicht. Ich weiß, wo du sehr sicher einen herkriegst. Oh, versteckter Block, oder? Wieso? Krieg ich nie sowas? Ich glaube, ich habe in den ganzen Maps, Dingens, die wir hatten, hatte ich, glaube ich, bisher nur einen gehabt. Ah, ist doch. Einen versteckten Block, ist Alter. Ist doch schön. Ja, ich glaube, auf Spaceland war das. Das weiß ich nicht, wo das war. Ja, es reicht für den Buhu. Ja, das ist das Problem. Der würfelt wieder nur eine 1. Aber irgendwie hat es gerade jeder von denen auf dich abgesehen, von den beiden. Vor allem, warum auf mich? Ich bin Letzter! Vor allem, das Einzige hast du nicht meinen Stern, das ist, verstehe ich ja noch weniger, warum die alle auf dich gehen. Also den Trödelbonus, ich glaube, da bin ich schon mal gut mit bedient. Ah, kostet doch 50. 50, okay. Wer hat denn viele Münzen? Ja, ihr habt alle nicht viel, ne? Ich glaube, Luigi am meisten. Stimmt, das ist bis jetzt das Einzige, noch keinen Stern gehabt. Aber jetzt hast du eine Chance, weil jetzt bist du direkt am Weg. Wenn das so weiter geht, dann nicht, nein. Ja, gut. Wenn das so weiter wird, dann kriege ich vielleicht den Trödelbonus, wenn es den gibt. Ja, nur eins Würfel. Das hat mich an die letzte Folge mit einem Dreierwürfel, wo ich letztendlich eine 6 mit hatte oder irgendwie sowas. Mhm, ich weiß schon, was du meinst. Lol. Was ist denn das jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Okay, Yoshi, nimm den dir vielleicht doch weg. Na gut, Hammer werfen wäre jetzt geil. Ah, schade, bombige Rechnung. Bombige Rechnung. Bombs Rechnung, okay. Hat das was mit Mathe zu tun? Ach nein. Das ist. Ja, gut, das ist aber nicht schwer. Einfach nur zählen. Einfach nur die Toads zählen oder was? Richtig. Was soll ich hinkriegen? Ich find's geil, dass bombige Rechnung heißt, weil eigentlich sind ja Bonbons, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Okay.
Ich bleib bei meinem. Sind doch 25, hast recht. Ich habe auch 25 gezielt. Gut. Ich bin halt extra jetzt nicht auf der 25 geblieben, weil ich halt nicht spoilern wollte. Ich wollte sagen, du bist halt irgendwann runter auf die 20 gegangen, wo ich mir denke, hä, warum das denn? Ja, einfach nur, weißt du, damit ich nicht sofort angebe, wie viel. Weil, weißt du, es wäre dumm, wenn ich die ganze Zeit auf der Zahl stehen bleibe. Wow. Finde ich auch komisch, dass das angezeigt wird. Ich finde das auch mega Betrug. Weil, ohne Witz, bei dem Goomba-Zählung ist das zum Beispiel nicht so. Doch, ist es auch so. Echt, da wird es auch angezeigt? Da wird es auch angezeigt. Ja gut, aber du bist die ganze Zeit konzentriert, weil du nicht alle sofort ziehst. Deswegen ist es ja so, ja. Ist das so ja auch bei dem Spiel, wo du nach Erinnerung irgendwas wieder ins Regal packen musst. Da kannst du ja auch bei den anderen abgucken. Ja, aber da gibt's einen Vorhang wenigstens. Ja, irgendwann dann. So, ach, schön. Hallo, Baum. Wie geht's? Hallo, Baum. Lange nicht mehr gesehen. Ist das Woody? Ja, ne? Ja. Scheiße, schon wieder. Du willst einfach Münzen, Alter. Nee, will ich nicht. Ich wollte nochmal würfeln. Dann könnte ich nochmal eine Ehrenrunde drehen. Ah, jetzt sind es 9 auf einmal. Okay, es ist unterschiedlich. Eine 8. Wo will er hin? Im Kreis. Auf dem Itemfeld. Warum? Ja, weil er wahrscheinlich, weil er dann zu mir rübergekommen wäre. Das wäre sich von der Würfelzahl ausgegangen. Also er wäre dann zu mir rüber zu dem Baum und dann wäre er wieder vom Stern weg. Du weißt ja, der entscheidet immer nach dem Stern. So, 12 bis zum Stern. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Das ist vor allem mit dem normalen Würfel nicht. Deswegen, ja. Aber zumindest ist es kein Bowser. Showtime. Ey, wenn ich jetzt noch einen Schlüssel kriege. Der Schlüssel, ne? Komm, bitte, es muss ein Schlüssel sein. Was ist das denn jetzt? Das ist ein neuer. Du musst so viel Ass smashen und dann schlagen. Das ist zu wenig. Drei Schlüsseln! Warum? Das ist ja mal anders geil. Oh mein Gott, was hat der jetzt vor? Gibt es einen Schlüsselbonus am Ende? Ein Schlüsselstern. Warte, ich weiß schon, wer den kriegt, Alter. Drei Schlüssel. Andere Leute würden sich wahrscheinlich Glückszahlwürfel holen. Nee, der hat voll Bock auf Schlüssel. Natürlich. Ich hab's aber schon so gerechnet damit. Feuerseil. By the way. Betrug kommt wieder hier. Betrug kommt wieder. Was ist das denn jetzt? Seilspringen einfach. Wow, ich hab's gut schon bekommen. Ja, ich kill mich kurz mal, warte, damit du nochmal üben kannst. Aber natürlich bin ich wieder ganz außen. Das ist aber egal in der Hinsicht. Es wird aber schneller nach einer Zeit, aber richtig schnell. Nur so als Hinweis. Jetzt, wo es rot wird. Und es wird heiß. Ja, es wird heiß mit den ganzen Hotheads hier. Ja, jetzt nimmt es nämlich deine Geschwindigkeit zu. Manchmal geht das so schnell, da musst du aufpassen. Manchmal bremst es einfach abrupt ab. Du kannst schon starten, Junge. Ne, ich will das üben hier. Hier, jetzt wird es schneller. Könnt ihr Spiele ja alle schon, das wäre ja unfair. Ja, aber das ist nicht so. Ich wollte gerade schon wieder auf Yoshi gucken. Macht, glaube ich, keinen Unterschied. Wir müssen alle gleichzeitig springen. Nee, es ist nicht jetzt so. Jetzt wird's brenzlig hier. Ja, es ist nicht so schwierig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht so schwierig. Erst wenn es wirklich voll schnell wird. Es nimmt schon ein bisschen an Speed zu. Aber bitte nie voreilig drücken, okay? Weil manchmal bremst es genauso kurz ab. Tschüss. Nein. Ciao. Hallo, die sind viel. Ja, genau, jetzt ist abgebremst wieder. So ruckartig geht das. Die halten aber ganz schön lange durch. Luigi? Hallo, sterbe, danke. Das wäre sehr wichtig gewesen, nämlich. Das ist ein wichtiger Sieg. Ein ganz wichtiger. Für wen? Für mich. Weil jetzt habe ich wieder viele Münzen. Ich habe einfach immer noch keinen Stern. Ja, das wird jetzt höchste Zeit. Jetzt hast du dann die Chance gleich. Das glaube ich nicht.
Ich hätte jetzt einfach auch gemein sein können, ich hätte einfach den, ich hätte mir Hundepfeife holen und hätte den einfach vor der Nase weg. Nicht, wenn ich da jetzt hinkomme, was ist sowieso nicht passiert, aber... Das kommt auch dazu und vor allem wirst du wahrscheinlich eh wieder einen Schlüssel kriegen. Was? Ich frage, ob du überhaupt eine Hundepfeife kriegst. Sicher, ich hab eine Klautruhe. Aber damit kriegst du ja nur ein zufälliges Item. Das stimmt wiederum. Da könntest du von Luigi auch den Pechwürfel kriegen. Da hast du recht, aber egal, ich mach's sowieso nicht. Stattdessen werde ich wieder eine Ehrenrunde drehen, weil auf Bowser habe ich logischerweise keinen Bock. Aber wenn du wirklich was haben willst, ein Item, ich hab gerne einen Schlüssel für dich da. Brauche ich nicht. Brauche ich dann. Wobei, warte mal, Luigi kann jetzt den Ding einsetzen. Ja gut, Luigi, ich brauch's ihm gar nicht klauen, er macht schon selbst für mich. Ich glaube, ich finde mich damit ab, dass ich mit 0 Sternen aus diesem Spiel rausgehe. Und somit keinem einzigen die Part. Die letzte Folge und somit auch meine letzte Chance zu gewinnen bei dem Spiel. Und vor allem keine gerade einfach mal. Vor allem keine, jetzt kommt noch das Geile, keine einzige Party gewonnen. Ja. Wobei, du hast noch Chance, weil da unten ist ein Itemladen jetzt, wo ihr herkommt. Vielleicht ist da eine Goldröhre drin. Das bezweifle ich, aber okay. Ich könnte es mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Er holt sich einen Dreifachwürfel scheinbar, so ist es. Das Ding ist, diesmal mangelt es mir nicht mal an Münzen. Diesmal ist nicht mal Münzen mein Problem. Diesmal ist einfach mein Problem, dass ich halt nie den scheiß Stern kriege, Junge, oder scheiße Würfel. Trotzdem, du hast noch immer mehr Glück, als ich mit der Chance Time beim letzten Mal. Es geht dir nicht ums letzte Mal. Es geht einfach um mein Pech jetzt gerade. Natürlich, jetzt krieg ich eine 10. Jetzt kriegt er eine 10, jetzt hätte er... Vor allem jetzt ist er wieder am anderen Arsch der Welt. Oh, bitte was Gutes. Ein Schlüssel hat er. Soll ich mal einen Generalschlüssel kaufen? Ja, finde ich voll. Ich wollte gerade sagen, er hat einen Schlüssel, das kriegst du nicht immer, das Angebot. Ja, ich glaube auch. Weißt du, jetzt nutze ich meine Raubbox an dich an und klau dir den Würfel. Und lass dich wieder mit den 2 Schlüsseln zurück. Das wäre so typisch, oder? Ja, theoretisch schon, ja. Oder er macht's für uns. Gib mir ein Item, ich suche mir eins aus, ich nehme den Würfel mal. Keine Ahnung. Oh Gott, bist du gespannt, was auf dich wartet? Ich glaube, du nicht. Drück einfach. Okay, das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist okay. Solange mich da hinsetzt, wo Yoshi ist, bin ich zufrieden. Nee, da wollte ich nicht hin. Wobei, nee, da wollte ich hin. Ich wollte gerade sagen, da bist du doch ganz gut. Ja, stimmt, weil da ist ja der Ding. Ich bin einfach jetzt noch weiter hinten. Ja, du bist jetzt wieder oben. Kannst doch mal beim Itemladen und dir einen Schlüssel holen. Nein, da komme ich ja nicht mehr hin. Der Itemladen ist halt drüber. Ja, stimmt. Jetzt hast du Yoshi einfach am Bowserfeld rauslassen. Na schau, er kriegt ein Item. Also bis jetzt haben wir alle richtig viele. Aber einige haben halt mehr Schlüssel. Mhm. So ist es. Oh, guck mal, ich bin alleine. Flitzebogen. Am letzten Mal hast du ja gewonnen, wo du gegen uns warst. Was, das kenne ich gar nicht. Flitzebogen. Oh. Nee, das kenne ich nicht. Es ist für dich relativ geil, du musst uns einfach abschießen. Wie ziele ich denn? Gar nicht, du musst schätzen, wo der Pfeil hinfliegt. An der Hand der Position, wo du bist. Dein Glück ist halt, schau, wie ich eingekesselt werde. Ich kann mich gar nicht bewegen jetzt. Danke. Ja, sicher! Yoshi! Och, Mann, also genau, das wird wieder so ein Spiel sein, wo mich die Kong-Gegner aufregen. So nicht, mein Freund. Nee, Luigi. Oh Gott. Ich hasse das mit diesen Typen, weil das regt mich so auf einfach. Das war der Falsche. Ist mir egal. Du hast eh schon verloren. Komm, still! Jetzt hab ich ihn getroffen, ne? Nee. Zählt aber nicht mehr. Leider. Oh Mann, aber ich wurde wieder von den eigenen behindert. Das regt mich so auf. 88, Wow.
War ein schlechter Witz, ich weiß. Was soll ich tun? Soll ich wieder auf den Baum gehen? Mach, was du für richtig hältst. Puh. Du könntest auch deine Raubtruhe einsetzen. Vielleicht kriegst du einen Schlüssel. Oder den Dreifachwürfel. Das auch. Nee, die hebe ich mir auf bezüglich goldener Röhre. Und ich würfle auch so hoch. Sag jetzt nicht, ich komme auf Bowser wieder theoretisch. Nee, diesmal nicht. Aber auf dem Itemfeld gönne ich. Ich laufe im Kreis. Aber die andere Seite war doch der Stern. Warum läufst du denn da lang? Weil ich keinen Bock gerade auf den Stern habe. Weil ihr alle Dreifachwürfel habt. Wow. Und ich will den Schlüssel haben. Warum kriegst du denn so geile Minispiele, Alter? Ja, ich will einen Würfel, ich will einen Schlüssel haben. Nee, einen Schlüssel! Ah, schade. Das hast du nicht ganz hinbekommen. Ja, weiß ich. Aber wenn du einen Schlüssel willst, in der Raubtruhe kriegst du wohl eine. Es hat schon einen Grund, warum ich da runtergegangen bin. Weil ich noch immer stark davon ausgehe, dass da unten eine Goldröhre zu holen gibt. Jetzt nach 10, jetzt wo wir 10 Runden haben. Glaube ich nicht. Okay, er kauft irgendwas anderes. Eine Hundepfeife. Eine Hundepfeife, okay. Was ganz Neues, oder? Was richtig Neues. Ja, er läuft jetzt. Ui! Warte, geht er. Nee, er geht natürlich nicht hoch wegen dem Bowserfeld. Ist er jetzt genau eine Runde gelaufen, ja, oder was? Ja, ist er. Er wollte nicht auf das Ding hochgehen. Also auf das Bowserfeld, aber das würde ich auch nicht machen wollen. Wenn er mir einen Stern abknüpfen kann. Also, falls man überhaupt einen hat, oder? Nicht wahr, Kino? Das ist doch wieder so ein Witz. Ja, super, jetzt habe ich mal gute Anzahl der Münzen. Also nicht wegen der Zahl, jetzt allgemein einfach die meisten und dann ja. Das ist doch einfach nur ein Witz. Es ist so ein Skandal eigentlich gerade. Ja, gut, okay, 7. Vielleicht bringt dir die 7 ja Glück. Ich bin einfach froh, dass wir schon 10 Runden hinter uns haben, ey. Na, aber es kommen noch 10 weitere. Nein, ja. Das ist. Ja, okay, da bin die ich. Die Hälfte froh. Ist geschafft. Ey, ist egal, da verliere ich jetzt, da verliere ich. Das ist die Sprungchance. Also, sorry, aber mit dem Controller, den ich habe, geht das nicht. Rekord ist 3240, okay. Ah, du bist hängen geblieben. Ja, einmal. Ich hab vorbeigedrückt. Aber wie gesagt, das gewinne ich eh nicht. Das wirst du gewinnen, aber ich nicht. Weil der ich glaube auch nicht, dass ich das gewinne. Nee, der Controller ist dafür einfach zu scheiße. Außerdem, der Rekord, den muss ein menschlicher Spieler aufgestellt haben, also du. Ja, gewinnst du überhaupt nicht. Wie hast denn das jetzt? Da hat er wieder das Programm Hintergrund laufen lassen. Aber sowas von. Du hast dich einfach wieder drüber streichen lassen oder so, oder? Natürlich, das ist das am einfachsten. Also für das Spiel habe ich wirklich das Bedürfnis, mir irgendwas runterzuladen, damit das auf 9000 automatisch geht. Ich habe das schon gesehen, solche TAS-Sachen. Natürlich gibt's sowas. Und da hat sich das Minispiel doch gelohnt für mich. Das ist ja so ein Betrug, nicht wahr? Halt einfach dein Maul, Markus. Halt einfach dein Maul. Immer cool, wenn sich seine Sätze gegen ihn stellen. Er läuft auch wieder im Kreis. Irgendwie hat gerade keiner Bock auf den Stern. Außer der hat ja was einen mal brauchen würde. Ich würde da gern hin. Oh Gott. Eis fangen. Mario Party 5. Juhu! Kenn ich das? Ich weiß es gar nicht. Nee. Ich kenn's sehr gut. Weil Betrug ist bei dem Spiel auch mal ganz oben mit dabei. Achso, einfach nur Eisfang, okay, ja. Richtig, gut. Da wo der Schatten ist. Ja, ist mir schon aufgefallen. Und du kannst die anderen aber nicht stoßen, das heißt, du solltest schnell genug gucken. Hä? Achso. Ich sehe hier keine Schatten hier. Hey! Da war kein. Ich stand da eindeutig!
Das war eindeutig meiner, aber hundertprozentig. Nein, nicht mehr bekommen. Dammit, Yoshi hat's, der hat 6. Alter, Yoshi hat aber richtig abgesahnt. Oh Mann. Welcher Platz bin ich jetzt? Ich hab's nicht aufgeachtet.